dann lass dir ruhig Zeit. Passt sie ja. Schon wieder auf 200 erhöht hier. Silberschwert, Maugrim. Warum habe ich... Ich frag nicht. Was ist mit denen hier unten? Minus 2, plus 17. Da komme ich wahrscheinlich nicht lang. Ich möchte hier wieder irgendwo an Land kommen. Da müsste es eigentlich möglich sein mit dem Leuchtturm. Geralt, der begabte Surfer. Entspannt. Wir haben ja schon die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Auf geht's Richtung Leuchtturm. Soweit ich weiß, haben wir dann später auch eine Quest rausgekommen. Ich hoffe, ich komme irgendwo an Land, ohne dass mich gleich hier 50.000 Geister überraschen. Da ist auch das Schild schon, das kann man ja von hier aus schon sehen. Muss es auch noch irgendwo Schilder geben, hier oder so. Und hier. Da müsste überall noch hin. Naja. Die Frage ist auch, wozu wir eigentlich die ganzen Schilder brauchen. Einfach nur zum Hinreisen, weil es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn dort nichts mehr ist, dass man dort hinreisen muss. So. Zeit in Rubine zu investieren. Ja. Ziehst du weiter? Oder man bleibst das Geld du noch? Hat natürlich. Mit dir in der Nähe ist es viel sicherer. Ach so. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Die Hexenjäger schon wieder. Die Hexen haben schon wieder Regen beschworen. Sehe ich genauso. Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du anzubieten hast. Hm. Ja,
erstklassig viel zu verkaufen. So. So, das kommt alles weg. Besserung kann ich mir sparen. Die Handschuhe sind alle Müll. So, schon haben wir wieder Platz. Das ging ja schnell. Die bei dir zum Fesseln nehme ich mir mal noch auf. Danke sehr. Bis dann. Schön, dass der so viel tragen kann. Wunderbar. Naja. So. Was haben wir denn jetzt hier erledigt? Wir haben alle Fragezeichen auf der Seite. Hier haben wir ja keine neuen mehr bekommen. Das bedeutet, was haben wir denn im Questmenü? Ach so, ja, vielleicht sollte ich da rausgehen. Nicht so weit. Finde Junior. Wir könnten mit Vernon Roche sprechen. Dann würden wir auf jeden Fall neue Quests bekommen in die Richtung. Oder wir gehen nach Skellige. Aber vorher haben wir ja hier noch. Das holen wir uns noch ab. Auftrag die weiße Dame. Da gehe ich auch mit dem Schild hin. Vor allem Novigrad reisen. So. Ach ja. Die Frau ist es. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Mikko und seine Bande. Alles klar. Mikko und seine Bande, wer sind die? 4 Kerle. Alles Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker machte. Romantiker. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingenistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Klar, wenn ich was Gescheites dafür bekomme. Die weiße Dame kann warten. Reden wir erst über meine Belohnung. Oh, na schön. Das kann ich noch drauflegen. Gut. Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko. Hätte
Auf geht's. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ja. Das sieht ganz nach einem Mikro aus. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit 4 Leichen gerechnet. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Vielleicht kann der uns ja mehr erzählen. Wenn er noch leben sollte. Ich sollte den Turm untersuchen. Die Blutspur führt zum Keller. Ja, da besuche ich ihn gleich. Burg Drahim. Jetzt gehe ich erstmal hier rein. Dann nach oben. Ausblick ist schon schön, wenn Geralt da jetzt nicht so behindert stehen würde. Und ganz oben. Seltsam, als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Alles klar. Damit hätten wir das geklärt. Leiche. Ich schätze mal, dass das die Sache sein wird, um die wir uns gleich kümmern müssen. So. Dass wir hier irgendwas finden. So, danke. Das werden wir dann gleich noch lesen. Aber jetzt ist erstmal da drüben in den Keller. Der Blutspur folgen. Hört sich nicht so nett an. Naja. Das scheint ja mal gewesen zu sein. Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet.
Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Scher dich weg, Rumtreiber. Hier gibt's nichts für dich. Scher dich weg, Rumtreiber. Hier gibt's nichts für dich. Hallo, danke. Remy Villeroy, du bist... Ihr seid wirklich schlimmer als Hausierer. Verschwinde, Hexer. Sonst finde ich auch für dich eisernen Schmuck. Hilf mir! Sie werden mich verbrennen bei lebendigem Leibe! Ich habe nichts verbrochen! Nichts? Nichts? Wer hat diese Gifttränke gemischt? Wer hat der Zauberinnenloge geholfen und sie per Megaskop informiert? Wer hat Leuten mit Magie den Verstand vernebelt, hm? Ich kenne dich, Remy. Dich und deine Verbrechen. Das ist lange her. Es kommt nicht wieder vor. Oh, ganz sicher nicht. Fesselt ihn! Seine Schlampe auch! Mama! Da haben wir noch was mitzureden. Kommt nicht in Frage. Niemand hat dich gefragt, Mutant. Ich glaube trotzdem, dass ihr mir zuhört. Oder meinem Schwert. Zu mir! Auf ihn! Das hat er schnell gemacht. Danke. Wenn du nicht dazwischen gegangen wärst, hätten sie mich umgebracht. Und Luisa und den Jungen. Nicht auszudenken. Triss Merigold, finde sie. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich hoffe, nimm dies. Ich muss der Magie für immer abschwören. Du hast vielleicht Verwendung dafür. Bei der nächsten Begegnung mit Hexenjägern womöglich. Ja, irgendwas sagt mir, dass die nicht lange auf sich warten lassen wird. Leb wohl. Alles klar? Sieh Leine. Ich stehe einfach außerhalb vom Haus auf einmal. So. Da wohnt jetzt keiner mehr. Prinz Adriens Tagebuch. Kian war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gluga irgendwo in den Ruinen von Estaya verschwunden sind. Doch allein die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien. Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für die Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären. Doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kians Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estaya lebend verlassen würde, und er behielt recht. Umso trauriger, dass Kian mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an irgendetwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl. Tägliche Bäder, ein Hofchirurg, Kurtisanen beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse, und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meiner Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembich ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembich,
ein zweiklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronen nur an Novigrader Hafenarbeiter liefert. Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kian kehrt mit eingekniffenem Schwanz zu mir zurück. Unleserlich, geschrubbte, unleserlich, einwachsen, unleserlich, unleserlich, Klingenöl, unleserlich, Teufelsbewusst, unleserlich, Verzerrungen. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher, offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff, auf dem Kian segelte, vor der Küste Grashügels gesungen ist. War das mein Fluch? Nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Bannart einzuschreiben. So. Sei gegrüßt, Hexer. Leb wohl. Alles klar. Gut, dass ich weiß, sei was gegrüßt, ich Hexer. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend aber, älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir, sie soll nicht länger leiden. Den Auftrag führe ich gerne aus. Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Hätte ich auch drauf kommen können. Lass uns tanzen. Na, komm wieder. Gemeinschaftsaktion Richtung Stadt, oder was? Was ist Trauer, Junge? Suchst du nach einem Arm? Sei gegrüßt, Hexer. Sie ist weg. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. So. Was?
Was, wenn ein Halbling Hexer wird, ha? Wir haben einen Sack Pilze für dich, für deine Jetzt. Hilfe. Jetzt. Schauen wir mal, was wir noch haben. Oder... Wir machen erstmal Räufens Schatz fertig. Dann besuchen wir vielleicht Triss. Da haben wir ja auch noch ein Angebot bekommen. Ich denke mal, Räufens Schatz wird sowieso schon genug sein. An Quest erstmal. Hallo Spitzohr, hast du die Gebühr bezahlt? Die Gebühr? Wofür denn? Für Schweine. Aber ich habe doch keine Tiere dabei. Nein, aber du bist selbst ein Schwein. Bezahl oder kehr um und verrotte auf dem Acker. Alles klar. Na, na. Sei gegrüßt, Hexer. Ich behalte dich im Auge. Okay, ich kann dem also nicht helfen. Ich muss kosten. Hilfe, rette mich. Mutant, in den Kerker, da gehörst du hin. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lust. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. In Timerien. Ja. Scheiße. Stark ist vor dem Winter dorthin gekommen. Ach, ich weiß es auch nicht. Die Schwarzen nichts Böses. Scharmützler ihre Garnison angegriffen haben. Dann haben sie unsere Hütten angezündet. Warum? Er hat es ihnen doch nichts getan. Das sind strenge Herren. Genaue Strafen für jedes Verbrechen. Auch wenn sie den Verbrecher nicht erwischen. Interessant. Aber er gibt auch Sinn. Oh. Ich hoffe mal, der Kerl hat jetzt endlich mal das Geld für mich. Das nervt mich nämlich jetzt langsam schon. Ah, ich grüße meinen Retter. Grüße, De Jonke. Wie läuft das Geschäft? Das Haus steht zum Verkauf. Verlass dich drauf. Nervt mich doch jetzt nicht. Entschuldigung. Dass ich mir das markiert habe. Weißer, schau mal hier drin. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ewiges Feuer. Unser aller Vater. Nie gesehen, dass jemand das Schwert so schnell. Lass meinen Mann wieder gesund werden. Das muss der Briefkasten sein. Ich bin einfach blind. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. So. Dann machen wir jetzt auf den Weg nach Ferneck. Jetzt nur noch verstecken und warten. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Ach nee, ich möchte nur alles looten. Bevor ich es dann danach machen muss. So. Hinter der Tür das beste Versteck. Ein Klassiker. Und jetzt schlafen.
Was? Woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Das werden wir noch sehen. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Ja. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Erstmal. Wo hat Menge Sigi Räubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Reine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Doch ganz einfach. Radovid. Was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen. Bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Du erwartest eine Entschuldigung? Nein. Ich darf aber doch trotzdem überrascht sein, oder? Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. So. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Ach, dann lassen wir hier ihren Spaß. Er hätte genauso gut mit Menge Scheiterhaufen auf dem Platz errichten können. Er verdient den Tod. Aber ich habe euch geholfen. Ich... So. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen.
Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Mhm. Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Mhm. Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Hoffe ich auch. Sieht lebendig aus. Ach nee, ist er aber nicht, haha. So. Sprich mit Priscilla. Auf in den goldenen Stör. Schon wieder Regen, verdammter Regen. Was hast du denn so grau auf? So. Ich frage mich immer, warum man mich zur Hintertür führt, wenn ich auch einfach bei der großen vorderen Tür reingehen kann. Wo geht's eigentlich dahin? War ich, glaube ich, auch noch nie. Ausblick. Jetzt hier rein. Ein bescheidenes Zimmer. So. So, und es ist keine Tür. Naja. Wir müssen zu Was ist nochmal mit Foltest passiert?